Seit 25 Jahren hat sie Migräneattacken. Inzwischen ist Ursel Meyerhuber Frührentnerin. Zuletzt bekam sie bis zu 20 Anfälle im Monat. Es fängt und fing bei mir häufig dann so an, dass ich also erstmal wie so eine Art Spannungskopfschmerz in der Stirn dann hatte. Und dann verzieht sich dieser Schmerz dann auf eine Stelle, nach links oder nach rechts, hinter das Auge oder auf die Schläfe. Und es ist dann einfach drückend und ich bin dann auch total kaputt, so wie nach einer ganz, ganz schweren Arbeit und fühle mich nur müde und kann dann auch gar nichts mehr richtig machen. Im schlimmsten Fall merke ich also dann auch, dass ich Sprechstörungen bekomme, dass ich also mich wirklich konzentrieren muss und das eigentlich kaum noch kann, dass ich also fast lalle. Ursel Meyerhuber hatte alles ausprobiert, um ihre Beschwerden loszuwerden, aber nichts konnte ihr helfen. Das geht einfach in Richtung Depression, dass man sich also schlecht fühlt. Das ist etwas, ja, das denke ich bei vielen also jetzt auch mit dazugehört. Wenn man eben halt lange Zeiträume dann hat, über viele Jahre zum einen, aber dann auch meinetwegen 3-4 Tage eine Migräneattacke hat, dann kann man das zuletzt kaum noch irgendwie bewältigen. Seit Januar trägt sie einen solchen Nervenstimulator. Die Ärzte um Professor Göbel haben Ursel Meyerhuber dieses Gerät direkt unter die Haut am unteren Rücken eingepflanzt. Das Dilemma ist, wenn man jetzt an mehr als an 10 Tagen im Monat Kopfschmerzen hat, dann kann man nicht einfach Akutmedikamente nehmen, weil man bekommt von den Akutmedikamenten noch mehr Kopfschmerzen. Es wäre ganz einfach, wenn ich 30 Tage Migräne habe, dass ich jeden Tag was nehme. Aber es eskaliert. Das Schmerzabwehrsystem im Körper erschöpft sich dadurch und man wird immer schmerzempfindlicher. Etwa so groß wie eine Streichholzschachtel funktioniert das Gerät ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Über Elektroden werden Nerven im Nacken stimuliert. Der Impulsgeber leitet ununterbrochen Strom. Stärke und Muster der Impulse sind individuell an Ursel Meyerhuber angepasst. Sie hat einen Sender und kann damit das Gerät selbstständig steuern. Ich stelle jetzt die Elektroden einmal an. So, es ist tatsächlich ähnlich wie bei einer Anpassung einer Brille. Sie sagen mir, wann es am besten ist, also wann Sie wahrnehmen können. Und dann, wann es am stärksten ist, wann es Sie sagen, jetzt reicht es eigentlich. Ja. Wir fangen mal an. Ich gehe dann hoch. Kommt das? Nein. Noch nicht. Jetzt? Jetzt, ja. Das ist die Wahrnehmung. Und jetzt gehen wir wieder hoch bis auf die 10. Das ist aber schon 4, 5. Okay. 7. 7. Wir wollen also nicht einen Feuerlöscher haben, sondern wir wollen vorbeugenden Brandschutz, eine Art Blitzableiter. Wir möchten, dass der Schmerz unter Kontrolle ist und erst gar nicht eskaliert. Und deswegen ist dieses Gerät ja auch dauerhaft an. Es stimuliert permanent, Tag und Nacht, mit einer ganz kleinen Intensität und normalisierte Schmerzempfindlichkeit. In der Situation, wenn doch eine Attacke kommt, kann die Patientin aber intensitätsmäßig mehr dazugeben und kann auch dann stärkere Schmerzen von Fall zu Fall reduzieren. Der Nervenstimulator kann ihre Migräne nicht verhindern, aber er lindert Häufigkeit und Intensität. Ursel Meyerhuber hat jetzt nur noch 4-mal im Monat starke Attacken. Das ist Hoffnung. Aber natürlich ist das Hoffnung. Das ist Hoffnung und das ist viel mehr Lebensqualität. Und ich bin wirklich nur froh und dankbar, dass ich also diese Chance hier bekommen habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie ihre Fröhlichkeit wiedergefunden hat, die ich eigentlich gewohnt war und die ich dann teilweise doch sehr vermisst habe. Ich war völlig hilflos. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich konnte versuchen, manche Dinge ein bisschen mit abzufedern. Aber es ist einfach wieder jetzt so, wie wir es von früher her gewohnt waren. Mit den kleinen Einschränkungen, die nach wie vor da sind. Aber es ist eben eine so deutliche Verbesserung, dass wir uns gemeinsam wieder auf Dinge freuen, die wir teilweise jahrelang nicht machen konnten. Und so gehen die Meyerhubers in eine Zukunft, in der die Migräne zwar noch eine Rolle spielt, sie aber nicht mehr bestimmt.